Hey Internet, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sehr cool. Denn ich will eine kleine Geschichte mitteilen, die mir vor ein paar Wochen passiert ist. Und zwar war ich im Fitnessstudio und habe ein paar Mobility-Übungen gemacht vor dem Training, wo unter anderem auch eine fürs Handgelenk bei ist. Und das sieht ein bisschen komisch aus, weil ich die ganze Zeit so eine komische Bewegung hier mache. Es sieht ein bisschen komisch aus, weil ich einfach da stehe und mich, naja, auf meine Hand fokussiere. Sieht doof aus, aber hat mir eine wichtige Lektion erteilt. Nämlich, da war ein Mädel und die hat einen Freund von mir gefragt, ey, was macht denn der da? Und er hat einfach gesagt, naja, der ist Handmodel. Bin ich natürlich nicht, so nebenbei. Nein. Nur sie meinte dann, ach Quatsch, das stimmt doch nicht. Und ich habe das halt so ein bisschen überhört, weil sie 2 Meter neben mir waren im Prinzip. Und ich so, ja doch, doch, ich bin Handmodel. Die so, Quatsch, das stimmt doch nicht. Doch, ich bin Handmodel, wirklich. Ich bin mit 6, 7 Jahren entdeckt worden auf der Straße und seitdem, naja, model ich. Meine rechte Hand ist auch versichert für ein paar tausend Euro. Und sie glaubt immer noch nicht ganz. Und ich sage, ach, wirklich, ich habe das gemacht, dass man einfach eine Geschichte erzählt. Und plötzlich siehst du, dass bei irgendwas Klick macht. Wow, das hab ich echt selten erlebt. Das ist ja krass. Das ist ja unglaublich. Und wir haben uns halt einen riesigen, riesigen Spaß daraus gemacht. Weil sie hat es geglaubt. Also haben wir ein paar weitere Storys erzählt, die natürlich nicht passiert sind, bis wir es dann, ich glaube, irgendwie nach einer Woche oder so aufgelöst haben. Also wir haben es schon echt lange durchgezogen. Nur, warum erzähle ich dir das? Naja, es gibt eine sehr wichtige Lektion daraus. Nämlich, du kannst im Prinzip jede Person beeinflussen, wenn du es nur bestimmt genug machst. Das heißt, wenn deine eigene Überzeugung und deine Bestimmtheit groß genug dahinter ist. Denn du kannst dir vorstellen, wir schauen immer, wie selbstsicher die andere Person in ihrer eigenen Realität ist. Beispiel, wenn ich sage, hey, wenn ich denke, meine Hose ist super, super cool und es kommt jemand anders und sagt, deine Hose ist super, super scheiße, dann werde ich natürlich, wenn ich in meiner Realität, wenn ich in meiner Interpretation und meiner Realität von dieser Hose nicht sicher genug bin, naja, ein bisschen verunsichert werden. Was, ist die nicht cool? Ich weiß nicht, ist die doch nicht so cool? Denn seine Realität ist in dem Fall stärker als meine. Und dementsprechend kann er es unter Umständen schaffen, seine Interpretation auf mich aufzudrücken. Das heißt, dass ich dann seine Sichtweise übernehme. Wenn hingegen meine Realität in dem Fall recht stark ist und ich sage, what the fuck, die Hose ist super cool, dann können 2 Sachen passieren. Entweder die beiden Realitäten prallen einfach aufeinander und es passiert nichts, oder ich werde ihn dahin zu überzeugen, dass die Hose doch cool ist. Weil einer von uns wird eben genug Bestimmtheit, genug Überzeugung dahinter haben. Und genau das haben wir in der Situation auch gemacht. Da haben sie einfach ein bisschen, naja, auf die Schippe genommen, ein bisschen veräppelt, bis sie es geglaubt hat. Natürlich am Anfang auch noch ein bisschen zögern. Nein, das heißt, ihre Realität war am Anfang auch noch stark genug. Quatsch, der ist kein Handmodel. Doch, doch, ich bin Handmodel. Nein, auf keinen Fall. Doch, doch, der ist Handmodel. Wirklich, du bist Handmodel? Ja, ich bin Handmodel. Bam. Und schon hat meine Realität oder unsere Realität ihre Realität im Prinzip übernommen. Und das kannst du wunderbar für dich nutzen, denn jeder wird, gerade bei so einer bizarren Situation, jeder wird am Anfang skeptisch sein. Du kannst es aber nutzen, um andere Leute zu beeinflussen, um andere Leute positiv zu beeinflussen. Nehmen wir an, du möchtest jemanden davon überzeugen, dass Lesen ultra geil ist. Er hat die Ansicht, nee, Bildung bringt ja nichts, Lesen ist scheiße. Das heißt, seine Realität, und dann zeigst du ihm auf, nein, Lesen kann das und das und das und das und du lernst das dadurch und das und das. Nee, Lesen ist immer noch doof. Aber dann passiert das und du kannst das daraus lernen und das. Nee, ist immer noch doof. Ja, aber das. Und irgendwann merkst du, seine Realität fängt an zu wackeln und deine Realität übernimmt im Prinzip. Das heißt, vieles im Bereich der Überzeugung oder im Bereich der Beeinflussung anderer Menschen, was du auch nur positiv nutzen solltest. Du kannst es natürlich auch negativ nutzen, aber ganz ehrlich, dann bist du kein guter Mensch. Also nutze das nicht fürs Negative. Sein, das ist für was Spaßiges mit dem Handmodel. Das ist lustig. Das ist ja auch nichts Negatives, auch was Positives. Und dementsprechend, wenn du ganz einfach mit genug Überzeugung, mit genug Bestimmtheit über eine Sache redest, dann schaffst du es auch, deine Realität eben jemand anderem vorzuleben und ihm deine Realität zu geben. Das heißt, er übernimmt deine Realität und wirft seine eigene weg. Und das ist im Prinzip der komplette Prozess von andere Menschen beeinflussen. Du kannst natürlich zigtausend kleine Taktiken lernen und das geht und das und das und das, die auch hilfreich sind. Nur das ist eben das Effektivste, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du genug Überzeugung und genug Bestimmtheit hinter deiner eigenen Realität, hinter deiner Interpretation der Welt hast, dann kannst du auch jeden in diese Realität mit einbringen und ihm zeigen, ja, so ist das und so ist das und so ist das. Und andere Leute eben, Beispiel mit den Büchern,
positiv beeinflussen oder möchtest jemandem Sport näher bringen, der vielleicht Sport überhaupt nicht mag. Das heißt, er hat seine Realität und deine Realität. Du kannst natürlich auch mit genug Zeit, genug Bestimmung, genug Überzeugung eben auch seine Realität ins Wackeln bringen, dass er vom anderen anfängt zu denken, vielleicht ist Sport doch gar nicht so schlecht. Doch, Sport ist eigentlich ganz cool, du hast recht. Das passiert, ich werde gesünder, ich kann besser denken, ich werde fitter, ich sehe besser aus, ich fühle mich besser. Und vielleicht ist da doch was dran. Und seine Realität fängt an zu wackeln und deine Realität übernimmt im Prinzip. Und das ist im Prinzip eine der wichtigsten Sachen, die du zum Überzeugen brauchst. Und wenn du jetzt das schon anwendest, wirst du extreme Erfolge bekommen, aber du hast eben immer noch nicht die Tools an der Hand. Das heißt, du hast die innere Überzeugung, du hast aber nicht die äußeren Tools, wie du andere Leute noch positiv beeinflussen kannst. Und naja, die Tools will ich eben mit dir teilen, nämlich in meinem kostenlosen Webinar, das werde ich die nächste Zeit häufiger abhalten. Und da schau entweder mal in der Beschreibung oder du wirst hier auf dem Bildschirm, welches irgendwo verlinken. Schau da einfach mal vorbei, das ist komplett kostenlos. Ich weiß nicht, wie lange das circa dauert, vielleicht eine Stunde, vielleicht 90 Minuten, vielleicht 2 Stunden, je nachdem, wie lange wir machen. So oder so, ich werde dir da noch einige sehr, sehr coole und sehr, sehr mächtige Tools mit an die Hand geben. Das heißt, wenn du das jetzt schon anwendest, eben dass du mit voller Überzeugung und voller Bestimmtheit hinter deiner eigenen Realität stehst, dann kannst du die im Prinzip, naja, anderen Leuten aufdrücken oder andere Leute von deiner Realität überzeugen. Aber dir fehlen eben noch die nötigen Tools, wie du das Ganze noch effektiver machen kannst und Leute noch besser beeinflussen oder positiv überzeugen kannst. Okay, wenn du das lernen willst, dann schau auf jeden Fall mal beim Webinar vorbei, da werde ich dir einiges beibringen. Und jetzt heißt es, wende den Tipp hier an, denn sonst ist es nur totes Wissen, das weißt du, du musst es anwenden, sonst bringt das nichts. Und dann sehen wir uns vielleicht im Webinar oder im nächsten Video. Hey, cool, dass du noch dabei bist. Und bevor du wegschaltest, ich schenke all meinen Abonnenten meinen kompletten Kurs, das 1x1 des Selbstbewusstseins. Das heißt, wenn du noch nicht abonniert hast, dann schau doch mal hier unter dem Video, da findest du einen Abo-Button. Und wenn du meinen Kanal abonnierst und dann auf meine Kanalseite gehst, dann findest du dort ein Video, wie ich dir genau zeige, wie du in 3 einfachen Schritten auf meinen Kurs, das 1x1 des Selbstbewusstseins, komplett kostenlos zugreifen kannst. Wirklich, komplett kostenlos, das ist mein Geschenk an dich, mein Dankeschön an dich. Und wenn du gerne noch mehr sehen möchtest, dann schau auch mal hier unten, da findest du noch einen Link zum letzten Video, genauso wie einen Link zu meinem kostenlosen E-Mail-Coaching, wo du dich eintragen kannst und dann bekommst du in regelmäßigen Abständen von mir E-Mails mit neuem Content, mit Übungen, wo wir all deine Lebensbereiche wirklich konkret durchgehen und du hast auch persönlichen Kontakt zu mir, das heißt, wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, dann kannst du das darüber sehr gerne machen. Und wenn du sagst, ich möchte gerne mit dir persönlich zusammenarbeiten, Alex, dann kannst du dich gerne für ein privates Coaching mit mir bewerben. Und das kannst du entweder hier über diesen Link machen oder du klickst einfach den Link in der Beschreibungsbox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder in dem kostenlosen Kurs oder in einem der nächsten Videos oder vielleicht sogar auf einem meiner Coachings. Bis bald!